Und ja, keiner hat es geschafft, die zu überzeugen, aber vielleicht beim nächsten Mal. Es wird ihr hier schon noch gefallen bei uns, in unserer kleinen Gemeinschaft. Oh, sie braucht dringend Betten. Schätze ich mal. Oh, Patterson hat sich gleich hingelegt zum Schlafen. Kleines Baby. Okay, wie viele Leute habe ich jetzt? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ja, dann mache ich gleich noch mehr Betten. Ja, hier passt du auch noch eins hin. Dann, wenn du das fertig gemacht hast, ne? Hier. So, ja. Das lasse ich jetzt aber frei. Furniture. Bettchen. Lampe. Oh nein, jetzt passt da. Ich will aber eine Pflanze da haben. So. Ja, da. Alles drunter und drüber hier, ey. Ja, supi. Ich glaube, bevor hier ein Blitz in meinen Generator einschlägt, baue ich hier was rum. Dann mache ich nämlich hier irgendwie die Eingangstür und dass hier das überdacht ist und so. Und dann baue ich da auch ein paar Batterien hin. Und dann ist gut. Ja. Na, was ist los? You have detected the cargo unit from your ship. Das ist da runtergefallen. Ganz viel Metal. Cool. Das sollt ihr natürlich einsammeln dürfen. Wenn da ein Kreuzchen ist, dann rühren die das nicht an. Und wenn das so, wenn ja hier so ein Haken ist, dann heißt das, ja, das kannst du dann irgendwann, je nachdem, wie deine Prioritäten gesetzt sind, irgendwann einsammeln. Blackbird successfully recruited Gains. Yay! Dann wird das hier jetzt kein Prisoner-Dingsy mehr. Okay. Ja, Cargo-Dingsy, hab ich kapiert. Was kann die denn so? Gains. Ja, du kannst ja auch ziemlich viel. Das ist gut. Dann darfst du auch alles machen. Ja, hier so. Also, wenn ich das jetzt nicht angeklickt hätte, zum Beispiel Warden, das heißt, dass sie sich um Gefangene kümmern. Wenn ich das nicht angeklickt hätte, dann würden die einfach im Gefangenenbett sitzen und verhungern. Hey, du, ich weiß, du hast so mega deine Regel, aber willst du nicht bei uns mitmachen? Ja, okay. Nein, doch nicht. Nein, ja, doch. Ja! Oh, Blackman successfully recruited Landry. Gut. Und dann ist das ja auch kein Prisoner-Bett mehr. Wie schön. Ich glaube, einer von euch muss ein Durchgangszimmer haben, weil sonst komme ich hier nicht hin, ne? Das tut mir jetzt leid, aber immerhin habe ich hier schon ganz viel weggebaut und so. Ja, dann deal with it. Dann, hier eine Wand hin und da müsst ihr auch sehr dicht an deinem Bettchen vorbeigehen. Oh. Und die Regelfrau hilft gleich mit. Wie schön. Ja, wir möchten eigentlich noch ein Schlafzimmer. Nur ein paar Wände hin, ne? Oh, hier. Was gibt's noch? Ja, wir brauchen auf jeden Fall eine Research Bank. Die mache ich gleich dahin am besten. Aber baue erstmal die Wand fertig. Schon okay. Ja, und eine Com-Konsole. Die Com-Konsole. Oh, ich habe zu wenig Dings. Okay, sammle das Metal ein. Metal. Patterson. Metal. Das nicht schlafen. Sammle das Metall ein. Sonst wären wir ja nie fertig. Also. Und schnell Vorlauf. Miau. Das ist ja nur mehr. Warte, einer von euch. Warte. Warte. Ihr müsst das auch einsammeln. Da. Zumindest ein bisschen. Dann haben wir wieder genug. Eine Com-Konsole. Ja, mach das mal heile da. Und
Was habe ich gesagt? Research Bag. Da. Oh, noch ein Lämpchen hier. Oh. Was ist los? Schon wieder ein Mental Breakdown. Was ist denn los? Ich geh noch schlafen und hol was zu essen. Nur weil ich euch mitten aus der Nacht, in der Nacht rausgeholt hat aus Betten. Um Metall zu schleppen, ganz weit durch die Prärie. Ah. Ja, Probleme, ey. Gott. So, und hier mache ich jetzt das Gefangenenlager hin. Damit ich nicht immer die Luxusbett benutzen muss, obwohl einer jetzt ein Durchgehzimmer hat, aber. Gott. Ja, so, ja. Oder. Ich hab ne Idee. Also, ja. Was denn los? Oh, sie ist umgefallen. Warte, Federsen, rette sie! Unsere Regelfrau! Ja, das ist der Eisenmangel. Eisenmangel. Du sollst sie retten! Hä? Ach so, ich hab noch kein Prisoner-Bett. Ja, sie ist doch eine von uns, oder nicht? Du. Rescue. Na gut, dann ist sie halt wieder Gefangene. Was? Cannot rescue, no available, usable, non-prisoner bed. Doch. Das sind non-prisoner beds, oder? For colonists. Owner, nobody. Ja, ist er hier. Jetzt rescue die mal. God. Jetzt habe ich also vergessen, was ich erzählen wollte. Wollte ich überhaupt was erzählen? Oh, ja, da. Das auch noch. Ja. Also hier wird dann das Gefangenenbettchen, kommt dann dahin. Und hier wird irgendwie der Lagerraum oder sowas. Vier Leute? Ach ja, Blackburn. Hallo. Will da reingehen und das reparieren, okay. Okay, Research. Wer von euch konnte das denn? Blackburn war doch ein Scientist, ne? Oh, alle sind tot. Die ist voll am Sterben. Okay. Blackburn Scientist. Okay, du bist ziemlich gut darin, glaube ich. Deswegen musst du jetzt gar nichts mehr machen. Außer ein bisschen Doctoring und falls das mal brennt und sowas. Aber du musst jetzt Research machen. Und ich sag jetzt, du musst lernen, wie man im Haus Blumen züchtet. Mach das. Ja, okay. Dann kann ich nämlich... Oh Gott, ich habe kaum noch was zu essen. Kein Wunder, dass die so kacke drauf sind. Ja. Oh, aber ich habe ganz viel Metal. Dann sag ich hier Area, Stockpile. Ja, hier so. Dass ihr nicht immer so ganz weit nach oben gehen müsst. Und dann... Müsst ihr hier erstmal die ganzen Bärenbüsche abschneiden. Das geht, wie man hier sieht, nur wenn sie ausgewachsen sind. Und hier noch ein bisschen Salat. Lecker, lecker. Tiere kann man noch nicht essen. Tiere sind Freunde in diesem Spiel, beziehungsweise ja, koexistent mit uns. Und man kann sie nur töten und dann auf den Müll werfen. Und mehr bringt es nichts. Aber... Ja, Cooking soll irgendwann eingeführt werden. Vielleicht kann man sich ja hier mal so ein schönes Buffalo, nee, Muffalo, braten. Schönes Steak. Nam nam. Oder so ein Squirrel. Ja. Blub, 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 blub. Ja, sie ist jetzt am Researchen da. Schön, das habt ihr alles fertig weggemacht. Sammel das ein. Doch. Oh, sie kann das gar nicht. Okay. Eine Tür fehlt hier noch. Dann wird hier jetzt das Gefangenenlager. Ganz eng und hässlich und blöd. So. Zwei Leute. Was denn jetzt schon wieder? Hä? Ach so. Ja, das passiert dann auch ab und zu. Da geht einfach mal die Energie aus, weil irgendwie Sonnenwind gekommen ist. Mmh, Sonne! Mmh. Ja, hier kriegt man eine Lampe. Die gar nichts nützt, weil ja, die Energie ausgefallen ist. Aber egal. Sieht schön aus.
Sexy Lampe. Ja, und eigentlich ist jetzt auch mal Zeit für die nächsten Raider, würde ich sagen. Die müssen ja dann auch mal bald irgendwann kommen. Oh, hier ist doch noch mega viel Essen. Sammelt das doch mal ein. Aber ihr geht dann bestimmt los und esst das so, wie es ist. 34 Einheiten auf einmal. Ja, hier, keine Ahnung. Paddleton. Du kannst es einsammeln. Such das mal. Paddleton! Reingewählt. Nee. Du. Oh, da geht schon los. Schön. Aber du darfst es nicht essen. Eating from food. Nein, das sollst du nicht. Du sollst es holen. Was denn nun schon wieder? Waren das die Raider? Ja, es ist ein Raider. Toll. Na, mach doch mal irgendwas. Pause. Du darfst das Food nicht haben, du sollst das. Ja, Holy Food. Das sollst du tun. Und Peterson? Oh, der Raider hat mich entdeckt. Ah! Angriffsmut. Kloppt dich mit dem. Okay. Gains. Angriffsmut. Lauf weg, Schlampe, lauf! Na, der Pedersen steht hier und macht gar nichts. Du kommst hier hin. Und wenn der dann herkommt, dann erschießt Pedersen den. Weg mal, du auch. Versteck dich da. Wir hauen den alle zusammen aufs Maul. Girl Power! Alle mit unserer Regel hier, ne? Bam! Aber er hat auch eine Waffe. Nein, er hat eine Granate. Lauf! Oh Gott! Oh Gott! Verprügelt ihn. Ihr sterbt bestimmt dabei. Ah! Petersen, lauf! Bam! Oh Gott! Verprügelt ihn, verprügelt ihn, verprügelt ihn. Stirb, stirb! Ja! Yeah. Ha, großer Sieg. Ihr dürft jetzt wieder rumlaufen, wie ihr wollt. Und leben. Tut mal die Leiche weg, ja. Da würde ich mal sagen, hier ist so, das ist so die Müllhalde und da erlauben wir jetzt einfach mal, dass da auch Leichen hingelegt werden können. Und du willst davon eaten, ne? Das sollst du nicht. Du sollst es einsammeln. Du frisst es nur alles wieder auf. Booth. Ja. Hall, sollst du das machen, nicht eaten. Sie will auch eaten. Ja, Halling, Petersen. Hall Food. So geht das. Blackburn, was machst du? Colonist needs rescue. Ach, Petersen. Ach. Oh, hier ist eine Waffe. Gaines hat noch keine Waffe. Hol die Waffe. Und dann machst du Hauling Food. Oh, Starvation, ja. Ich hab nicht so. Oh nein. Ich hab nicht so aufs Essen geachtet. Kein Wunder, dass sie böse sind. Hier, mach doch das da. Was machst du denn? Okay, du darfst auch Hauling machen. Und deswegen gehst jetzt dahin und haulst das Food. Nein, ja, ich sterbe. Ah, das tut mir jetzt leid. Ihr müsst irgendwie alle sterben jetzt. Ja, bring das Essen noch weg und dann rette die. Rescue. Das sollte ja wohl erstmal genügen, das Essen, ne? Wenn ihr dann wieder Zeit habt, dann. Raiders. Achso, das sind die von vorhin gewesen. Oh nein. Hier die alte. Ich kann die nicht mal anklicken. Ja. Rette sie! Schneller!
So. Ja. Hatte ich nicht mal fünf Leute? Wo ist die fünfte Person? Liegt hier noch irgendwo und ist tot? Was soll ich denn? Da liegt keiner mehr. Mach Break. Weiß ich auch nicht. Oh, nee, doch, das ist der Böse, den ich tot gemacht habe. Hall Food. Ach, ihr könnt das auch gar nicht essen, weil ja der Strom nicht geht. Ach so. Okay, jetzt liegst du im Gefangenenlager. Ja, die stirbt wahrscheinlich. Ihr müsst euch alle um die kümmern, ne? Wisst ihr Bescheid? Zwei schon tot, fast. Hier sieht man, er hat nur noch fünf Lebenspunkte. Oh Gott. Pedersen stirbt. Pedersen, nein. Die Energie geht wieder. Ihr könnt euch hier was zu essen holen. Hol euch was zu essen. Hol dir was zu essen, schnell. Hol was. Geh hin. Herr Pedersen hat starved to death. Nein. Nein. Pedersen. Es ist alles deine Schuld, Booth.